Also, die Professoren sagen, das, was die jungen Leute im Moment vorhaben, nämlich auf den Weg des Kommunismus zu gehen, hier Antikapitalista und so weiter, das wird in Deutschland nicht kommen. Das ist, wir haben einfach die Erfahrung seit 68, dass wir das nicht durchkriegen. Also haben sie ein drittes System entwickelt aus der Tradition der 68er. Und das heißt erst einmal viel Geld erzeugen, also volkswirtschaftlich sinnlose Modelle, Gesellschaftsmodelle durch bessere Reformen ersetzen, Geld erzeugen und dann von den Geldern aus die Klimaziele finanzieren und dann den Vorreiter machen. Jetzt sage ich Ihnen mal ganz kurz, wie man zum Beispiel die Gesundheitsreform, wie die 70 Milliarden im Jahr erzeugt. Ja? Stellen Sie sich vor, da vorne wäre meine Hausarztpraxis, der würde in Zukunft mir Spaß machende kostenlose Gesundheitskurse, Ernährungskurse, gesündere Ernährung, Sport, einen Sportverein kostenlos anbieten, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, so eine Art Gesundheitsclub. Die Leute würden durchschnittlich anfangen, etwas weniger Tabletten zu brauchen. Ja? Die Pharmaindustrie müssen wir ein bisschen entschädigen, dass die dann nicht, dabei nicht kaputt geht, wenn wir so wenig Tabletten dann noch brauchen. Ja? 70 Milliarden eingespart, davon die Pharmaindustrie und so weiter. Am Ende haben wir vielleicht 50 Milliarden fürs. Die könnten wir dann theoretisch fürs Klima verwenden. 5 Kohlekraftwerke stilllegen und schon hätten wir eine Lösung. Was halten Sie für was halten Sie grundsätzlich von diesem dritten System? Sie haben ja jetzt nur eine Skizze, aber was halten Sie von dem Grundansatz? Der Grundansatz hört sich auf jeden Fall ziemlich gut an. Ja, kann ich nur befürworten, also mit dem Hausarzt, was Sie erzählt haben. Aber da Präventivsystem. Präventivsystem. Es gibt da auf jeden Fall auch andere Wege bestimmt. Das war jetzt so bestimmt nur ein kleines Beispiel. Das war eins von 20 Reformen. Und in allen Bereichen müssen wir alles so umstellen, dass unsere die Förderung, die messbare Förderung unserer Lebensqualität und unserer Gesundheit Gewinne bringt und nicht mehr die Schädigung unserer Gesundheit die Gewinne bringt. Ja. Soll ich dir jetzt einen Vorschlag sagen? Nee, aber das finden Sie gut. Ich sage Ihnen ganz kurz unsere praktische Strategie. Stellen Sie sich vor, Greta Thunberg stände jetzt hier und würde sagen, ja, lasst uns doch mal in jeder Talkshow diskutieren über das dritte System der zweiten Scientists for Future, dann würden wir doch wahrscheinlich eine weltweite Diskussion darüber kriegen, ob wir auf solchen vernünftigen Wegen dem Kapitalismus seine schädlichen Seiten nehmen könnten. Ja, natürlich, wenn sie das sagt, also sie ist ja ein großer Game-Changer und wenn sie das sagt, dann werden da auf jeden Fall viele auf den Zug bestimmt auch aufspringen. Deswegen versuche ich natürlich alles, auch die jungen Leute davon zu überzeugen, dass nicht Revolution angesagt ist, sondern ein drittes System. Die neigen aber zur Revolution.